Die Bibel ist die wichtigste religiöse Schriftensammlung aus dem Altertum, einem Zeitalter, das mit der Erfindung der Schrift begann. Die Texte wurden auf Papyrus geschrieben. Papyrus ist eine Art Schilf, das zur damaligen Zeit an den Ufern des Nils wuchs. Die Römer nannten diese Schriften in der lateinischen Sprache Biblia, was übersetzt Bücher heißt. Man bezeichnet die Bibel auch als Heilige Schrift oder das Buch der Bücher. Sie erzählt von Ereignissen, mystischen Erscheinungen und unheimlichen Kräften, die die Menschen damals beschäftigten. Bevor man sie jedoch aufschrieb, wurden sie viele Jahre mündlich von Generation zu Generation weitergegeben.